Einmalig bisher in der Bundesliga diese Vorstellung des neuen und Verabschiedung des scheidenden Trainers. Vom Spiel des Meisters gegen Eintracht Braunschweig gibt es nur wenig Aufregendes zu berichten. Die beste Mönchengladbacher Chance vor der Halbzeit hatte hier Heinkes. Er scheitert an Franke, der heute mit Sicherheit einen großen Tag hatte. Eckstoß Simonsson und wieder Franke eher am Ball als Heinkes. Wimmer hinaus zu Simonsson. Die Borussen meist überlegen, scheiterten wie immer an Franke. Als Trainer Weisweiler noch 7 Minuten signalisierte, 7 Minuten bis zum Spielende stand es immer noch torlos unentschieden. Die Borussen heute nicht ganz so einsatzfreudig wie sonst, wer kann es ihnen verdenken, sie hatten den Titel schon sicher. Wimmer, eine Regelwidrigkeit von Merkhofer an ihm und Freistoß. Wimmer führt aus, Jensen völlig unbehindert, 1:0, 88. Minute. Hier hatte Franke keine Chance. Wittkamp. Er spielt Heinkes an. Er erreicht den Ball noch kurz vor der Auslinie. Jensen erkämpft ihn sich. Das Ganze war etwas lässig. Ein gehobenes Freundschaftsspiel, könnte man fast sagen. Jensen und der einzige, allerdings ein kapitaler Fehler von Franke, führt in der letzten Minute zum 2:0. 30.000 auf den Rängen. Zum Saisonschluss noch einmal gute Kasse. Die Borussen können es brauchen, wie Oskar Waag vorhin schon darlegte.